Social Media. Wir sind überall. Wir sind bei Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, WhatsApp. Wir leben gar nicht mehr im echten Leben teil. Wir sind nur noch in dieser Welt. WhatsApp. Wir sind alle in WhatsApp-Gruppen, ne? Jungs-WhatsApp-Gruppen, wo nur die Jungs drin sind. Habt ihr sowas? Nur Jungs? Männer in so einer eigenen... Ja, Mann. Männer. Ja, 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 ja. Heißt immer so Männerecke. Bizeps-Emoji, zwei Schwerter, die sich kreuzen. Da sind die Männer drin. Wird immer irgendwas Seriöses besprochen, ne? Aber es gibt immer einen Typen. Es gibt in jeder Männergruppe immer einen Typen, der die ganze Pornoscheiße auf dem Handy hat. Immer einer. Es ist immer einer. Und es ist nie der offensichtlich. Es ist immer einer aus der hinteren Reihe. Man will irgendwas Seriöses besprechen. Wann fahren wir zum Fußballspiel? 13 Uhr, 14 Uhr, Bus oder Bahn? Wie machen wir es? Pling, direkt ein Video. Irgendwelche Ping-Pong-Bälle. Du bist Grundschullehrer, was stimmt bei dir nicht? Ich meine, Mädels-WhatsApp-Gruppen gibt's ja auch. Ich weiß nicht, was da abgeht, aber gibt's Mädels-WhatsApp-Gruppen? Seid ihr da in sowas? Ja. Stell mir vor, es ist das Geräusch, immer als Sprachnotiz. Doppelte Geschwindigkeit. Völlig egal, ob du in der Jungs-WhatsApp-Gruppe bist, Mädels, Arbeitskollegenkreis, JGA, eine Sache verbindet uns alle. Die Familien-WhatsApp-Gruppe. Da sind wir alle drin. Und das sind Dramen, die sich da abspielen. Da ist Bridgerton ein Scheiß dagegen. Tief verwurzelte Familienprobleme, die auf Emoji-Ebene ausdiskutiert werden. Es gibt immer eine große Familien-WhatsApp-Gruppe, wo alle drin sind. Und dann so Untergruppen mit weniger Mitgliedern. Der einzige Grund, warum es die gibt, ist, um darüber zu sprechen, was oben diskutiert wird. So, G20, G7. Irgendwas wird in die große Gruppe gepostet, so pling drunter. Wie reagieren wir jetzt da drauf? Sie hat gesehen, dass ich es gesehen habe. Wenn ihr jetzt da sitzt und sagt, das ist ja witzig, bei mir in der Familie gibt es nur eine WhatsApp-Gruppe. Meine Mutter ist Admin bei uns, in unserer Familie WhatsApp-Gruppe. Meine Mutter ist Admin und sie hat keine Ahnung von WhatsApp. Die glaubt, zwei blaue Haken heißt, wir wären damit einverstanden, was sie sagt. Und sie ist Chef in dem Laden. Sie hat das Bild ausgesucht der WhatsApp-Gruppe. Es ist ein Bild von ihr, wie sie in die Kamera guckt. Die Gruppe heißt Mamas Jungs. Und sie hat keine Ahnung von WhatsApp. Ne? Die hat auch ein sehr merkwürdiges Emoji-Game. Meine Mutter benutzt sehr merkwürdige Emojis, wo ich gar nicht weiß, wo die sind und was die bedeuten. Weil wenn man ehrlich ist, gibt es nur vier, die wir alle benutzen. Tränenlachender Emoji, Affe, der sich die Augen zuhält, Flamme, hin und wieder Aubergine, fertig aus, Mickey Maus. Aber meine Mutter benutzt Emojis und ich weiß nicht, was sie mir damit sagen möchte. Ne? In die Gruppe, große Ankündigung, kommt heute jemand zum Essen? Drei Typen, die fechten. Denkt dran, Oma hat Geburtstag, Golfabschlag, Flagge von Finnland. Luki, wann kommt dein Zug? Schwarzer Koch. Ich weiß nicht mehr, wo der weiße Koch ist. Warum schwarzer Koch, warum? Ist aber auch geil, meine Mutter ist super, wenn sie so antworten möchte, ne? Weil sie ist viel am Handy, deswegen antwortet sie relativ schnell, aber braucht immer ein paar Anläufe, um eine Antwort zu formulieren, weil man kann ja immer oben sehen, was sie tut. Und das macht großen Spaß, dazu zu gucken. Weil man fragt sie irgendwas und dann so online, gelesen, schreibt. Online. Schreibt. Zuletzt online 19.05 Uhr. Tonaufnahme läuft. Online schreibt. Bling. Schwarzer Koch. Geil. Merkt man eigentlich, dass ich schwitze wie ein Schwein hier oben? Sieht man das? Ja, geil. Geil. Find ich das... ja. Au! Das
vor allem ist Aufzeichnung richtig hier so mit geilen Kameras alles und ich... Hallo! Ich schwitze wie ein Schwein, aber ich bin jetzt schon in so einer Hitze, wo es mir egal ist. Man kämpft ja immer so ein bisschen gegen die Hitze an, aber irgendwann ist so ein Moment, wo man so... Like ice in the sunshine. Wir haben einen coolen Vibe, Frankfurt. Ich verstehe mich gut mit euch. Ihr seid geil, Mann. Ich erzähle euch jetzt mal was weiß jetzt nicht, wie es online ankommt, aber ist egal. Ich habe mal vor neun Jahren bei WhatsApp innerhalb einer Beziehung einen Dickpic verschickt. Ey, ich dachte, wir wären Freunde, Leute, ey. Ich dachte, wir haben so voll den coolen Vibe, ey, wir sind verschwitzt und jetzt gerade so, wow. Leute, die so mit der neuen Freundin da sind, das ist echt töricht. Ich hab's gemacht, ich hab ein Dickpic in meinem Leben verschickt. Sie wollt's haben, vielen Dank an den Wichser da oben. Nein, Mann. Geil. Zwei Perverse. Wir verstehen uns. Sie wollte es haben. Ne? Wir waren unterwegs, ich war irgendwo und sie war irgendwo und sie vermisste mich. Und sie war so verspielt, es war alles so, hey, ist doch egal, schick doch rüber, ist doch egal. Komm, ist doch Witze, ey. Schick doch einmal die Pässe. Und ich so, okay, dann stehst du da zu Hause so, okay. Alter, find da mal einen Winkel, wo das gut aussieht. Das ist einfach nicht. Das sieht nicht schön aus, ne? Also nackter Frauenkörper, das ist das Schönste, was Gott uns auf die Welt gestellt hat. Das ist sensationell. Das stimmt alles. Wirklich, alles. Das ist sehr ästhetisch, sehr schön, sehr ästhetische Kunst ist das. Aber diese Sack-Schwanz-Kombination, die so alles wie so ein Elefant in der Frührente, alles hängt. Versuchst da mit deinem Handy irgendwie, ist immer auch ein so ein Haar, was wie so eine Achterbahn, so piu, 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 piu. Machst du irgendein Bild, Klick, hab noch einen iPhone-Filter drüber gelegt, dramatisch. Und dann war ich so, okay, schick ich's jetzt ab? Ja, komm, egal, komm, 21, 20, komm, zack. Und dann hab ich's bereut. Und in dem Moment wusste ich, mein Pimmel ist jetzt Teil des Internets. Die größte Errungenschaft des 20. Jahrhunderts. Und mein Pimmel ist ein winzig kleines Mosaiksteinchen dieser Erfindung. Mein Pimmel ist jetzt im Internet. Ich sehe den wahrscheinlich nie wieder. Der ist jetzt irgendwo. Ich weiß gar nicht, wo das Internet ist. Ob das eine Cloud ist, ob das unsichtbare Daten sind oder ob es so eine Serverfarm irgendwo in Arizona gibt, die so runtergekühlt wird, wo es so einen Bereich gibt, wo alle deutschen Promi-Pimmel sind. Und dann bin ich da so, hallo, ich bin der Schwanz vom Luke, hi. Guten Tag, guten Tag. Mein Pimmel ist Teil des Internets. Der ist, ich weiß nicht, ob ich ihn jemals wiedersehe. Kennt ihr dieses Kinderbuch Felix, wo der Hase verloren geht? Ja, und dann immer so Briefe schreibt? Ich würde mir so wünschen, dass mein Pimmel mir WhatsApp schickt, wo er sich gerade befindet. Weiß nicht, wo das endet. Irgendwann mal schickt mir meine Mutter meinen Schwanz zurück wahrscheinlich. So endet's. Ich krieg irgendwann mal eine WhatsApp von meiner Mutter. Lucky, bist du das? Ist bei uns gerade in die Hundegruppe gepostet worden. Weißer Koch. Ha ha.